So, Kamera läuft, mein Freund. Aufsetzen, los geht's. Freunde, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich zieht das Wetter im Moment extrem runter und meine Motivation, sich aufs Bike zu schwingen, ist im Keller. Ich weiß, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, aber mich packt es im Moment wirklich einfach gar nicht. Aber ich möchte euch auf keinen Fall ohne Video in den Sonntag entlassen. Also kramte ich meine ersten GoPro-Aufnahmen raus, wobei ich weder Ahnung von guter Perspektive noch von irgendwelchen Qualitätseinstellungen hatte. Dann, los geht's, wa? Ja, der ballert hier direkt runter. Ja, übertreib! Alter, was ein Weg! Alter! Alter, staubt der! Was hat der sich denn hier ausgesucht? Ist der behindert? Ja, klar, über 30, man. Aua. Ah, Pedale, aua. Der übertreibt einfach voll. Wo ist er denn jetzt lang? Links oder rechts? Wenn ich sage, dass zwischen meiner ersten Trailabfahrt, insofern man das so nennen kann, und den letzten Videos circa ein Jahr liegt, hört sich das erstmal lange an. Aber das eine Jahr ging so schnell rum und ich habe mich selbst darüber erschrocken, wie es sich in dieser Zeit entwickelt hat. Ich meine, guckt euch das an, das sieht einfach aus, als würde ich spazieren gehen. Ist er jetzt da unten? Ja, schön durchs Gebüsch. Yeah, ich fahr bestimmt falsch. Ich fahr doch 100% falsch. Nee, da ist er. Und hätte mir damals einer gesagt, was ich in einem Jahr für Sprünge mache, hätte ich das nie geglaubt. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass die ersten Versuche teils mit meinem Hardtail E-Bike gemacht wurden und ich mir kurze Zeit darauf mein Fully kaufte. Jawohl. Auch ich musste mich an Steilabfahrten, engen rutschigen Kurven sowie Steine und Wurzeln gewöhnen, wobei nicht immer alles glatt lief. Ah, sau gut. Oh. Ich will dem nicht so dicht auffahren. Geh dir ab, Junge! Geh dir ab! Fast geschafft! Irgendwie habe ich die Kurve noch nie gemocht. Ach so, das haben die neu gemacht. Ach du Scheiße, meine Fresse, ne. Naja, haben wir das auch drauf. Diese Wurzel war's. So. Und Freunde, so langsam kommt der Punkt, an dem es anfängt, richtig Spaß zu machen.
Warum zeige ich euch das? Naja, viele schreiben mich an und erzählen mir, dass sie sich mit den Videos identifizieren können, da sie selber gerade erst angefangen haben. Genau das ist der Grund. Freunde, jeder Anfang ist schwer, aber ihr werdet sehen, dass ihr Abfahrten und Sprünge machen werdet, vor denen ihr vor einem Monat noch total Schiss hattet. Es kommt alles viel schneller als man denkt und ich bin bestimmt kein Ausnahmetalent. Schreib mir doch gerne mal deine ersten Erfolgserlebnisse in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über euer Feedback sowie hoffentlich über euer Abo. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Biken. Liebe Grüße gehen raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.